So, ich habe gerade Folge 2 gestartet, für die jetzt, die auf YouTube denken. Ja, das ist klar, ist das aus den 80ern. Ja, also ja, ihr könnt auch freien Auswahl nehmen, also ist vollkommen wurscht. Ihr könnt, wie gesagt, normal ist, hier, wie gesagt, Sport, Wissenschaft und Natur oder Unterhaltung. Oder irgendwas. Machen wir die Unterhaltung? Komm, nehmen wir Unterhaltung. Hä? Wer sagte, was bin ich? Was bin ich, ist im Grunde Lebertran mit Schokoladenguss. What? WTF? Muss man das wissen? Weiß man sowas? Ich bin mal gespannt. Also ich weiß das nicht. Danke. Ich habe keine. Genau, ich habe auch keine Ahnung. Das sagt mir auch nichts. Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Bezug dazu habe. Nee, habe ich nicht. Aber müssen wir gucken. Also ich werde auf jeden Fall das mal ein bisschen wiederholen und ich werde mal gucken, dass wir auch die Sachen haben, die beziehungsweise ich kann mal in der Zwischenzeit, wo ihr mal kurz überlegt, kann ich ja mal eben kurz das mal eben in den Text korrigieren. Ach so, gibt es da doch eine Zeit oder was? Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Gibt es hier einfach Effekte? Läuft. So, ich ändere mal eben kurz die Bezeichnung für unseren Stream und dann sage ich mal, ich glaube, das stimmt ihm mit zu. Das weiß keiner. Dann bin ich ja mal wieder dran. Wahrscheinlich für eine einzige Frage, aber. So, machen wir extra C64, bevor wieder irgendeiner fragt, was ist das denn? Was ist denn das für eine Version? Das ist doch gar kein Brettspiel. Ich habe tatsächlich bei irgendwas, was wir mal gemacht haben, hatte irgendeiner im Chat geschrieben, das ist doch gar nicht ein Brettspiel. Nee. Nee. Hast du gut erkannt. So. Robert Lemke. Jetzt hier für die Leute, die nicht so wie ich sind, 180, also der ehemalige Moderator von Was bin ich? Okay, gut. Herr Jauch, wenn mal die 50-Euro-Frage kommt, ich kann sie jetzt beantworten. So, gut. Erdkunde für mich selber. Da wollen wir mal lachen. Welche Stadt lädt ein zum Besuch des Höhenparks Killesberg? Hä? Warum gewinnt Batman nie bei Wer wird Millionär, weil er den Joker nicht anrufen will? Killesberg. Ich habe keine Ahnung, wo der Killesberg ist. Ich habe auch vom Höhenparken nie was gehört. Stuttgart Fragezeichen. Komm, ich nehme mal einfach, was nehmen wir mal für eine Stadt? Komm, nehmen wir mal Nürnberg, komm. Tatsächlich? Nee, ich hätte es aber trotzdem sowieso nicht gewusst. Erkennt man, also jetzt mal, erkennt man den Park? Ist das wirklich so? Also, ich habe davon noch nie gehört. Also, ernsthaft nicht. So. Unterhaltung, Unterhaltung, Sport und Vergnügen. Ihr könnt wieder frei wählen. Sport. So, was haben wir denn da Schönes? Was wird vom Holzbock befallen? Was wird vom Holzbock befallen? Wett? Bobbel, du kannst mir gerne weiter Tipps geben und bist super. Der Mensch? Aber es soll ja wahrscheinlich irgendeine Sportart sein.
Was hat Kegeln? Holzbock ist die Zecke? Ja, aber was ist das dann? Angelsport oder was ist das dann? Also ist jetzt kein Witz, also ist die Lösung wirklich Mensch oder was? Wir waren mal wieder auf euren Chef. Irgendwas mit Touren. Ja, würde ich auch sagen. Irgendwie Seitpferd oder was weiß ich was. Ist nur ein anderer Begriff für Zecke? Ja, dann soll der großartige Herr Retto-Geblond mal sagen, ob ich drücken soll. Okay. Säugetiere und Vögel. Ja. Okay. Ich lerne hier noch was. So, den habt ihr schon. Also, ihr könnt zweimal Unterhaltung sein, denn ihr wollt nochmal Geschichte machen. Ja, ich kannte das auch nicht. Also. Gut, ich war auch nicht dran. Also. Unterhaltung. Links oder rechts? Oben oder unten? Oder ist wurscht? Oben. Alles klar. Wie heißt die Annette aus dem Lemkes Rateteam mit Nachnamen? Jetzt sind wir bei. Was bin ich? Das kann ich, glaube ich, schon mal verraten. Ich weiß nicht, ob ich es auswendig hinkriegen würde. Aber ich hätte sie geistig vorm Auge. Wahrscheinlich, wenn du den Namen gleich siehst, sage ich, alles klar, logisch. Von Aretin? Kann das passen? Ich glaube, das war irgendwas mit von, ne? Ich glaube, ja. Das lasse ich mal nur kommentiert, ob ihr das nur so geraten habt. So, Kunst und Literatur oder Unterhaltung, Unterhaltung? Man, ihr führt ja schon 2-0, ne? Macht mir ja jetzt schon nass. Kunst, sagt der Herr Retto im Nord. Da machen wir jetzt Kunst. Das sind immer so die Kategorien, auf die ich am wenigsten Bock habe übrigens. Okay, das kriegt man hin, glaube ich. Wie heißt das amerikanische Wort für Rucksack? Das kann man hinkriegen. Wohlgemerkt, der Tipp ist das amerikanische Wort. So, Backpack. Was sagt euer Chef? Auch Backpack? Backpack. Rucksack. Das ist nämlich genau der Gag. Das ist nämlich das, was ich sage, die amerikanische Bezeichnung. Die Amerikaner haben mittlerweile so viel deutsche Begriffe übernommen. Also es gibt Kindergarten, es gibt Spiel, es gibt Angst. Was habe ich als letztes gehört? Mittelstand ist übrigens identisch mit Mittelstand. Das ist kein Witz. Also das wusste ich tatsächlich. Ich glaube, Backpack ist typisch Englisch und amerikanisch ist halt, das ist halt nicht deine Rucksack, sondern Rucksack, aber das ist tatsächlich amerikanisch. Wie gibt, also das war der Tipp mit amerikanisch. Die sind da ein bisschen sehr pro-German. Das würde ein Engländer nicht machen. Gut, der Engländer macht ja auch keinen Brexit, also das ist ja. Grüße an Artillery-Witze, Grüße an BJ. Komm, der musste sein. So. Ich mache nochmal, ich kann zweimal nochmal wählen, ist eigentlich wurscht. Ja, gut, dann will ich mal Erdkunde machen. Ich könnte ja mal ein Tor schießen. Welche Stadt wird die ewige Stadt genannt?
Ist doch Rom, oder nicht? Ja, gut. 1-0. Oder beziehungsweise 1-2. Der Anschlusstreffer. Ja. Ja, nochmal umgehen. Ha! Haben wir sogar Glück. Ja, du wirst lachen. Ich hatte gerade noch irgendwie Athen auf der Zunge, aber es ist ja doch Rom. Also, was kommt denn jetzt Schönes? Welches körperliche Organ sieht so aus? Das ist doch die Leber, oder nicht? Die Lunge, ja sicher. Ah. Hornochse. Ist doch ein Lungenflügel. Ah. So. Neu würfeln oder Geschichte? Wahrscheinlich neu würfeln, ne? Neu. So, dann brauche ich euch gar nicht fragen. Um die Ecke, ne? So, was kommt denn Schönes? So, typische Frage aus dem Bereich. Was für Holz verwendete Thor Heyerdahl für sein Forschungsfloß Kon-Tiki? Thor Heyerdahl, was sag ich denn hier für einen Scheiß? Ich vermute was, aber ich habe keine hundertprozentige Ahnung. Herr Jauch, ich würde jetzt gerne jemanden anrufen. Balsaholz. Deutsche Eiche, genau. Tropenholz. Balm ist auch gut. Elfenbein. So, dann wollen wir mal. Es darf euer Team-Captain entscheiden. Es war bestimmt was aus Ikea. Balsaholz. Das hast du tatsächlich gewusst, ne? Weiß man das? Okay, 3-1. So, neu wählen oder Literatur? Und wenn ja, links oder rechts neu wählen? Schule, ja, ist klar. Wir lernen nicht für die Schule, wir lernen fürs Leben. Grüße an den Fuddel. Na? Kunst, willst du wirklich? Okay. Oh, wieder Musik. Wer komponierte dies und für welches Instrument? Ich würde jetzt sagen fürs Nokia 3310, aber war das nicht ein bisschen sehr kurz? Das war kurz, ja danke. Das sehe ich genauso oder höre ich genauso. Ist Jamba ein Musikinstrument? Ich habe keine Ahnung. Überhaupt nicht. Mozart-Klavier. Hört sich erst nach Mozart an. Mozart-Flöte. Also ich schließe mal aus Saxophon, glaube ich. Triangel glaube ich auch nicht. Was entscheidet euer Team-Captain? Auch Beethoven? Mozart-Kugel. Er hat dich mit dem Gebäck erschlagen.
So. Was wollt ihr nehmen? Mozart Klavier. Da wollen wir mal. Grieg. Den ich jetzt noch nicht mal zuordnen kann, Klavier. Den kenne ich noch nicht mal. Also auf jeden Fall habe ich den Namen nicht nie auf dem Schirm. So. Erdkunde, komm. Was wurde aus der altrömischen Strata Montana? Strata Montana. Eine Bergstraße. Ha, ha, ha. Keine Ahnung. Das war richtig, ne? Scheiße. Also das ohne Witz war sowas von... Ja, machen wir eben nochmal einen Cut.